Moin, Servus, guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Paper Mario The Origami King. Ja, wir sind hier im Shogunland, haben wir beim letzten Mal angefangen. Beim vorletzten Mal angefangen und ich habe ja die zwei Parts ineinander aufgenommen. Genau, und da waren ja die Aufnahmen am Arsch, weswegen ich gerade auch schon wieder Paranoia habe, dass es wieder nicht funktioniert. Das ist ganz schlimm, das ist ganz, ganz schlimm. Und ja, es geht jetzt wieder weiter, ich nehme wieder weiter auf. Der letzte Part, der kam noch gar nicht online tatsächlich. Dann muss ich ja halt auch wieder das Synchron kriegen und so, damit man es anschauen kann, ungefähr. Und dann kommt auch dieser Part, wird der hoffentlich dann wieder besser ist. Auch von der Facecam-Quali, von der Facecam-Helligkeit und so. So, wir sind jetzt natürlich hier angekommen bei Katharinchen und ich habe keine Ahnung, wo ich den Knochen herkriegen soll. Weil ich glaube, da war nichts drin. Oh, ich nehme es by the way abends auf, ne? Notiz des Pflegers, Katharinchen. Unser Vorrat an Katharinchens Lieblingsdorn geht zu nahe. Niemals oder Knochen nähern. Ja genau, aber wo soll ich denn den Knochen herkriegen? Das ist... ganz kritische Sache. Oder ist da was? Nö. Vor allem, ich brauche ja so viel. Ich habe ja, wie ich ja, ich brauche ja auch so Schlüssel oder irgendwie sowas. Weil ich ja in voll viele Räume nicht reinkomme. Ich weiß echt nicht, wo es hier weitergehen soll und wo hier ein Toad überhaupt ist. Das verstehe ich auch nicht. Okay, doch, ich sehe es gerade. Die Knochen trocken haben ja diesen Knochen, den ich brauche. Aber ich brauche ja was Ähnliches für die Knochen trocken. Ich habe echt keine Ahnung. Wait mal. Der Souvenirladen bringt mir vielleicht was. Wir haben Zubehör, genau. Oh, nee. What? Verwandle deine Schnipsel in zarte Kirschblätter, Blütenbeutel. Warum? Wozu bringt, was bringt das? Was soll denn das bringen? Ach, egal. Auf jeden Fall kaufe ich mir jetzt echt mal diese Dinger. Die hat irgendwie jeder außer ich. Ich kaufe mir diese Dinger jetzt. Weil es ist ja Zubehör, es geht ja nicht kaputt. Ich würde gerne auch Bronzezeit. Drei Zeitbörse. Obwohl, es gibt ja Bronze, ist es nur. Bedeutet, es gibt auch Silber und Gold, würde ich behaupten. Egal, ich kaufe mir das jetzt trotzdem. Ist mir scheißegal, ich kaufe das jetzt. Ich kaufe das jetzt. Es wird schon passen. So. Genau. Und man kann auch mehrere sehr aktivieren, ne? Aber sonst ist da nichts drin, ne? Nee. Hier ist immer noch dieser leere Laden. What? Drücke XX. What? Ich verliere etwas den Überblick darüber, wo wir schon waren. Haben wir uns eigentlich schon im nordöstlichen Teil des Parks umgesehen? Eigentlich schon. Aber gut, dass Olivia helfen will. Das finde ich gut. Das ist nice. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal das Zubehör hier. Machen wir das? Da haben wir es. Ich kann ja das eine oder andere noch aktivieren. Das brauche ich und... als ob ich so viel aktivieren kann. Wieso kann ich so viel aktivieren, hä? Wenn ich alles aktivieren kann, aktiviere ich alles. Das ist kein Problem. Ja, hier ist das. Das kennen wir ja. Öffnen? What? Lol, ich habe das hier gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Okay, der Olivia, hätte der Olivia nichts gesagt, das ist ein Schatzmini. Ich hätte das ja nie gefunden. Ich wäre da ja nie vorbei. Was? Sitzbank? Schatz-Mini-Sitzbank. Was will ich mit einer Sitzbank als Schatz? Ach du Scheiße. Es gibt echt jedes gefühlt... Jeder Gegenstand in dem Spiel gibt's als Schatz. Oh, ein Toad. Ein Toad. Oh, und ein besonderer. Mario, zum Glück bist du da. Das Shogunland wurde von Origami-Truppen überfallen. Das ist so absolut nicht historisch korrekt. Ich meine fies. Es ist fies. In unserem Dienstzimmer hier findest du alles, was du brauchst, um dich ins Schloss zu schleichen, ganz besonders den... Was? Der Schlüssel! Er ist weg! Der Schlüssel ist weg! Na, den brauche ich aber. Der Schlüssel? Er ist weg! Der Schlüssel ist weg! Nicht so laut, wir stehen doch direkt neben euch. Und tut mir leid, Kleiner, der Schlüssel ist eben einfach weg. Echt, echt weg. Oder wie wichtig, oder so. Mit diesem Generalschlüssel kann man in die Tür im Schokolade... What? Jede Tür, wow, dann ist das ja quasi der König aller Schlüssel. Den müsst ihr finden, egal wie, auch wenn er verschwunden scheint. Das ist wichtig. Genau, und das ist einfach... Ach du Scheiße, wie creepy das aussieht schon wieder. Das ist der Raum mit diesen Helmen, den man im Trailer gesehen hat. Halt, wer ist da? Oh, du bist Mario, tut mir leid, ich dachte, du wärst einer von den Eindringlingen.
Ich habe eine höchst verdächtige Gestalt gesehen, die sich hier hereingeschlichen hat, als ich noch gefaltet war. Der Typ hat grüne Sachen und eine grüne Mütze getragen. Höchst verdächtige Farben, findest du nicht? So Luigi-like oder was? Auf jeden Fall sind hier... Guck mal, hier sind dieser Donkey Kong Helm, dieser Samus Helm und dieser Goomba. Das hat man ja in dem Trailer gesehen. Finde ich cool. Hey, das ist ja Mario. Willkommen im Shogunland. Oder besser, willkommen im Dienstzimmer des Shogunlands. Hier bewahren wir zwischen den Events die Requisiten auf. Dieses Maskengard zum Beispiel. Wir sammeln schon eine ganze Weile Staub. Probier es ruhig mal an oder nimm sie ja gleich mit. Mach, wonach immer dir ist. Mit zahlt man nicht genug, damit es mich kümmert. What? Die kann man mitnehmen? König des Urwaldsmaske. Verdächtig vertrauter Primatendog. Fehlt nur noch die Banane. Mal probier's das nicht mal, Mario. Ich bin dicker Jungs, jawohl. Was für ein Tier soll das denn sein? Dieses dumpfe Geräusch klingt fast wie ein Donk-Donk. Ich mag den Rhythmus. Die beiden mal gleich einen Kong dazu schreiben. Song meine ich. Dann ist das cringe. Kann ich den auch mitnehmen? Kann ich auch mitnehmen. Ich nehme, glaube ich, einfach mal alles mit, wenn es geht, ne? Goomba noch? Ehre Mario. Geil. Und tot. Oder auch nicht. Kicher. Die lässt sich schlapp. Sie sollte wirklich etwas mehr unter Leute gehen. Ach komm schon, ihr könnt mal nicht mehr vor Lachen. Mario mit dem Kopf von der super gefälligen Pappmacho-Scherken sieht sie zum Schreien aus. Ha, das ist so albern. Wahnsinn, Onkel M, du bist ein gächtiger Komiker. Das wird sich noch als witziger weisen, wenn wir sie einmal so zart zum Lachen bringen müssen, dass sie fast zerknittert. Mal schauen. Uff, ich habe so viel gelacht, dass mir meine Knickstellen wehtun. Bruh. Kann ich den Samus auch mitnehmen? Kann ich auch mitnehmen. Weltallkrieger. Weltallkriegerinnenmaske. Ja, was ja weiblich ist, ne? Galaktisch getan, leider ohne Feature zur Ballverwandlung. Crap. Und ich bin noch ein Samus. Sogar mit dem Vieh. Das hat man auch nicht alle Tage. Ich glaube, er kämpft gerade gegen jemanden. Das sieht echt spacig aus. Feuert er mit seinen Händen Beams ab? Das würde ich gerne mal am Samus-Tag im Park versuchen. Ah ja. Also ich glaube echt, dass die Maskenkunst es weiterbringen. Es gibt anscheinend immer noch einen Tod irgendwo. Da ist ein Herz. Da ist ein Tod. Daneben. Viel Glück beim nächsten Mal. Ah ja. Ga Mario, hallo. Ich leite das Wurfstein-Dojo, das ist unsere beliebteste Attraktion. Normalerweise habe ich so viel zu tun. Aber heute kam kein einziger Besucher, also habe ich die Gelegenheit genutzt, um einmal meine Augen zu auszuruhen. Jetzt sollte ich wohl besser zurück zum Wurfstein-Dojo. Kommt doch mal vorbei und seht euch an. Keine langen Schlangen heute. Genau, den haben wir doch gebraucht, ne? Nur damit ihr es wisst, ich habe keineswegs geschlafen. Ich habe heute sogar meine Mittagspause durchgearbeitet. Und jetzt geht's weiter. Alles klar. By the way, gibt's auch eine kleine Änderung ab heute, denn ich werde ab jetzt nicht mehr zwei was so wie sonst immer direkt hintereinander aufnehmen. Sondern ich werde ab erstens mal werde ich die Parts 30 Minuten ab jetzt machen, sonst werde ich nie durch. Zweitens werde ich dann die Aufnahme beenden und dann zwei Minuten später nochmal machen. Also dann ist es einfach besser. Dann sehe ich es auch, wenn irgendwie eine Aufnahme nicht passt, dann ist halt nur ein Part kacke und nicht beide. Wisst ihr Bescheid? Ich glaube, dann läuft es so besser. Anstatt dass ich alles in eine Aufnahme packe. Dann ist auch ein bisschen mehr Ordnung und leichter zum Schneiden. So, und das wird dann auf jeden Fall chillig und länger. Und dann geht es auch schneller vorbei, hoffentlich. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall zum Wurfstern-Dojo, denn da ist jetzt dieser Dienstleiter, oder wie der hieß. Und das weiß ich noch, da kann ich noch dran erinnern, dass ich das beim letzten Mal gebraucht habe. Das weiß ich noch. Ja. Ja, und wahrscheinlich, vielleicht kriegen wir einen Wurfstern oder so, auch wenn es weh tut, aber vielleicht bloß die Knochen drückt den ja dann. Das Ding ist, ich habe gerade keine Ahnung, wo der ist. Da sieht's gut aus, da ist schon ein Wurfstern drauf. Okay, ich glaube, wir haben Progress. Ich glaube, wir haben jetzt echt fetten Progress. Und was die Masken bringen, das wird mich auch mal interessieren. So, rein da. Was gibt's jetzt hier? Was gibt's jetzt hier? Ui. Oh, hallo Mario. Ich wollte ja meinen Wurfstein-Dojo wieder öffnen. Aber jemand hat meine Wurfsteine mitgehen lassen. Gar, was mache ich denn jetzt? Einfach drauf hoffen, dass mir jemand anders seine Wurst. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben noch keinen Progress. Wir müssen noch mal was finden. Aber die Masken müssen doch irgendwas jetzt bringen. Ich gucke jetzt einfach mal. Na klar, ich habe gerade aus 10x gedrückt und habe Olivia gerufen. Dann hatte ich ja das mit dem Strohhalm, mit diesem Trinkhalm da wieder erwähnt. Und natürlich, das haben wir ja noch gar nicht gemacht mit dem Ninji. Und der hat auch die Wurfsterne.
Ich dachte, dass wir heute mit Wurfsteinen trainieren würden. Doch heute ist Bambusrohrtag. Ach, Schande über mich. Ich möchte nicht zurückbleiben. Es muss etwas geben, mit dem ich unter Wasser atmen kann. Genau, denn diesen Strohhalm haben wir. Perfekt, okay. Vortrefflich, das ist perfekt. Fast als wäre diese Röhre für den Schuh zugemacht. Ich schlage einen Handel vor. Eure Röhre zum Luftholen, was ich für meine Wurfsteine. Na, was sagt ihr? Ja, safe. Oh, danke, ich danke euch. Meine Wurfsteine sollen nur euch gehören. Danke. So. Gut, jetzt kommen wir auch weiter. Ich habe schon recht Angst gehabt, dass wir da nicht weiterkommen. Und da ist ein riesiges Loch. Und da ist einmal ist ein riesiges Loch und einmal eine Truhe. Dann müssen wir auf jeden Fall noch in die Tür rein. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? So, Toad, ich habe Wurfsterne. Ohne Wurfsterne kann ich das so schon nicht öffnen. Ja, genau. Ich habe Wurfsterne. Hey Mario, du hast Wurfsterne dabei. Ich frage mich ja, was du mit denen vorhast, aber ist das praktisch für mich? Ich weiß, was dir gerade auf der Zunge brennt. Kann er nicht endlich deinen Wurfstern-Dojo wieder aufmachen? Na klar kann ich. Moment, nein, ich wollte ihm doch einen Streichspruch reindrücken. Ja, Bro. Können wir nochmal von vorne anfangen? Was ist das hier für ein Ort? Ui. Mit dem Wurfstern-Dojo kann man mit Wurfstern auf Ziele werfen. Wenn man den Moralmodus schafft, gewinnt man einen Baseball mit Autogramm. Signiert von einem echten Promi-Sportler, okay. Und dann kriegt man auch noch diesen Schatz da oben. Oh, das klingt ja noch so viel Spaß. Können wir das nicht auch mal ausprobieren, Mario? Weil ihr mir gerade geholfen lasse ich euch umsonst trainieren. Redet ruhig näher. Welchen Modus wollt ihr ausprobieren? Normalo Promi. Ich bin aber ein Promi, hä? Ich mach mal normal. Eigentlich bin ich ein Promi, oder nicht? Ja, um den Normalmodus zu gewinnen zu können, brauchst du exakt 21 Punkte. Kommst du über 21 Punkte, kannst du deine Punktzahl wieder senken, indem du die Ziele mit den Minuszahlen triffst. Bereit für den Normalmodus, denk dran, du musst ganz genau auf 21 Punkte kommen. Und los. Ja, Bro, aber ich... What? What? Ach so. Ah. Oh nein. So, ist ja geil. Zack. Aber ich sollte auch aufpassen, dass ich auch wirklich auf 21 komme. So. Noch, ich brauche noch eine 3. Ich brauche noch eine 3. Da ist eine 3. Nein, nicht so. Nein. Perfekt, Alter. Ich bin so Profi. Ich bin so ein Pro. Ganz genau 21 Punkte. Du hast das Neueste geschafft und den Normalmodus gewonnen. Yay. Glückwunsch, du hast den Normalmodus geschafft. Und hier ist ein ganz besonderer Preis. Ein Baseball, der von mir höchstpersönlich verdient wurde. Stark. Ja, ich war nämlich früher fast ein halber Baseball-Profi. Das können die Knochen trocken vielleicht werfen. Safe, oder? Oh mein Gott, safe. Müsste so das Wurfstand durch. Aber ich will auch noch den Schatz Mini. Und ich habe glaube nichts zahlen müssen, ne, weil ich ein Promi bin. Also das Tigger, das hat echt gebracht. Das hat echt gebracht. So, Experte. Was ist das anders? Wahrscheinlich sind die Ziele einfach schneller. Oder ist es natürlich weiter weg. Auf 80 Punkte oder mehr. Ach, oder mehr, okay. Okay, okay. Aber es ist gar nicht so einfach zum Steuern, ne? Das ist... Ich kann nur nach rechts und ich muss gleich nach vorne, ne? Habe ich gerade das Minus getroffen? Ist das dein Scheiß ernst? Nein. 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 Die laden halt auch nicht so schnell nach, ne? Wait, ich könnte die 8 kriegen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wie soll ich denn jemals auf 80 kommen? Okay. Okay, mach, mach, mach. Zack. Nein. Nein. Ja. Ja. Ja, perfekt. Oh Gott. Kann ich dich noch mehr Zeit kriegen? Trickspiel. Ach du Scheiße, wie soll ich da 80 jemand... Ja, klar. Ist das überhaupt möglich? Umsonst, ja klar. Gut, dann probiere ich jetzt einfach mal ein paar Mal und dann sehen wir uns wieder, falls ich mal was schaffe.
Second Try? Ich habe gar nicht hingeguckt. Ich habe gar nicht auf die Punkte geguckt. Ich habe random geschossen. Okay. Finde ich gut. Und jetzt kriege ich diesen extra... Okay, ich habe gedacht, ich brauche da jetzt ewig einen Scheiß. Ich mache das mit Second Try. Pappmacho Cooper. Und jetzt gibt es nur noch Items zu gewinnen. Okay, gut. Ja, nice. Ich habe jetzt gedacht, es dauert ewig. Gott sei Dank. Nice, 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 nice. So, da bin ich wieder bei den Knochen trocken und ihr kriegt jetzt einen Baseball zum Werfen. Zack. Oder? Ja. Hey, mit sowas könnten wir prima Ball spielen. Klacker, Klicker, würdest du das von den Dingen an diesen Knochen tauschen? Ja. Danke, viel Spaß mit den Knochen. Und wir kommen dem Schlüssel echt immer näher. Das. Jetzt können wir auf jeden Fall zu Katharinchen gehen, die wir gerade schon im Hintergrund gesehen haben. Und dann kommen wir auch zu neuen Löchern und dann kommen wir auch hoffentlich auch weiter. Weil ich mein Splatter, der ist schon mega weit. Also der ist ja schon, keine Ahnung, der hat ja schon den Boss von hier besiegt. Alter, der geht richtig ab. Ich kann ihn glaube ich auch nicht einholen oder so. Ich bin echt viel zu spät dran. Okay, hier. So, Knochen. Friss dies anstatt mich. Ganz ruhig, du Hund. Hey, das ist aber hier. Da ist aber jemand hungrig. Können wir sie jetzt streicheln? Ich würde es mal versuchen. Och nein, nein, du Blöde. Nein, Olivia. Ui. What? Ich krieg den K-Plus von diesem Hund. Braves Hühnchen. Hey, was für ein Riesenherz. Sie muss dich wirklich mögen, Tantchen. Hey, ich muss sie einfach streichen. Wenn sie nicht versucht haben, den Kopf abzubeißen, ist sie so süß. Oh. Braves. Plus 20. Hm, ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht, Mario. Und stärker wirst du obendrein. Ich habe von sowas plus 20 KP bekommen. Jetzt habe ich 100. Das hat's besser nicht. Mhm, hat's besser nicht. Überhaupt nicht. Alter, easy, richtig gut, richtig gut, nice. Machst du Start runter? Eine Brücke, oder? Ja, eine Brücke, gut, Abkürzung, Abkürzung, wichtig. Wichtig, wichtig, weil wir müssen da eh noch hin später. Und da ist ein Wurfsternloch. Und das sind Sprünge. Geil, Glitzersprünge, Glitzerstiefel. Apropos, ich muss die ja immer wieder auswählen hier. Wir machen den hier. Wir machen einfach beide Duck. Einen Wurf haben wir und wir packen einfach alles rein. Wäre mir noch verfügbar. So, wir machen mal einen Kampf. Wir machen doch keinen Kampf. Wir sind jetzt eigentlich so OP, wir können schon Koopas one-hitten. Nice, okay. Finde ich gut, dass man da immer stärker wird. Wird man auch bei einem plus 5 stärker? Ich weiß nicht. Oh nein, kann man da wieder angeln. Ich will aber nicht angeln wieder. Wir gehen einfach mal da rein. Ist so chillig, wenn man 30 Minuten Parts macht. Weil ich bin erst bei 22 Minuten. Eigentlich würde ich jetzt beenden, aber nee. Wir wollen schön viel Progress haben. Und was ist das jetzt hier? Ninja Parkour! Willkommen im Haus der Heimtücke! Hier wartet ja ein Ninja-Erlebnis der Extraklasse, ganz genau, gleich hier im Haus der Heimtücke. Gelingt es Ihnen unbestanden zu entkommen oder tappen Sie in die Falle? Finden Sie es heraus! What? Was? Ein Haus voller Fallen? Und sagt er unbeschadet? Hast du das, kann da drin was passieren? Das klingt alles richtig. Genial! Rätsel lösen, Fallen ausräumen und schneiden, wer denn echter Ninja? Ich kann es kaum erwarten, lass uns sofort reingehen, ich möchte unbedingt da rein. Und Bobby sieht sogar schon aus wie ein echter Ninja, komm. Diesmal kommst du mit, oder? Ach, ich weiß ja nicht, Tantchen. Vor Fallen und Tricks und Ninja in einer schlecht beleuchteten Bude habe ich ja keine Angst. Aber ist diese ganze Sache nicht eher etwas für, naja, Kinder? Da fühle ich mich etwas zu erwachsen. Ach, jetzt sei mal nicht so. Das wird bestimmt eine weitere tolle Erinnerung für dich. Genau, komm einfach mit. Aber erst gucken wir nach hinten, weil da ist ein Fragezeichenblock. Der denkt, ich habe ihn nicht gesehen. Geld. Nice. Geldbeutel. Wichtig. What, ein Toad? Da oben! Genau gesehen. Komm raus! Hi! 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 Hey, danke! Die Wurfsteine auf diesem Schild sollen sich doch bewegen. Hoffentlich ist mit den Tentigern alles in Ordnung. Oh oh. Die sollen sich bewegen. Nicht gut, oder? Guten Tag, Stein. Käfer. Gut. Das ist ein Schatz Mini, guck mal.
Amaron glaubt, dass du mich entdeckt hast. Ausgerechnet unter einem Felsen. Hast du dich etwa verlaufen? Kommt dir öfter vor. Zum Beispiel habe ich einen großen, dürren Kerl gesehen, aber der recht verwirrt aussah und dann da reingegangen ist. Oh. Komm ich da nicht rein? Ich komme da nicht hin. Okay, schade. Anscheinend ist ein verwirrter Kerl da drin. Jetzt chillt das schon wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich warte hier einfach mal. Was? Bist du dir sicher? Ach, wir werden dich total drin total vermissen. Also bis später dann. Okay, Gio. Jetzt bin ich hier in der im Fallenhaus. Seid gegrüßt, Ninja-Lehrlinge. Macht euch bereit für einen unerbittlichen Test eurer Ninja-Techniken. Diesen tödlichen Labyrinth könnt ihr nur durch meisterhafte Anwendung des Pilzen-Jutsu. Euer Ninja-Rang entscheidet sich danach, wie viel der versteckte Ninja ihr auf dem Weg findet. Wird es euch gelingen, den höchsten Rang zu erreichen, findet ihr alle Ninja und winkt ein toller Preis. Oh Wahnsinn, das ist alles so aufregend. Brauchst du da drin nicht mehr weiter, was drück einfach X, dann helfe ich dir. Hm, so bestehen wir dann beide den Test, aber ich bin der wahre Ninja. Die Prüfung im Haus der Heimtücke beginnt. Oh oh, ich bin nicht gut im Finden. Supi, das schaffen wir locker und los. What? What? Ach so. Da hab ich was? Ja, ich weiß. Oh, da! Okay. Ne, da komme ich wieder raus. Genau. Okay. Keine Musik, relativ ruhig. Ich würde einfach mal sagen. Ne, ich will das nicht öffnen. Ich gucke jede Wand an. Sieht wohl nicht so aus, ob es so weitergeht. Wir gehen da links. Ui. Da ist was. Hä? Okay. Okay. Noch einer. Okay. Da ist noch einer. Und da. Und jetzt. Wait, da könnte einer sein. Ha! Wusste ich. Und jetzt sehen, dann geht es wahrscheinlich auf. Ne, da ist noch einer. Das Ninji. Jetzt wait mal. Wait mal. Aha, guck. Ich wusste da schon was. Okay, jetzt haben wir hier aber wirklich alle, denke ich. Ja. Okay, wir gehen mal zu dem Ninji. Wir gehen mal zu diesem Ninji. Entlang. Ich habe nämlich genau gesehen. Da ist er. Okay, gegen die müssen wir kämpfen. Oh mein Kampf heute. Ich hoffe, das war tatsächlich nicht so lang, weil wir sind jetzt schon bei 27 Minuten. Aber der ist ein Ninji-Kampf. Wow, das ist jetzt nicht schwierig. Habe ich alle drei? Ich habe alle drei? Okay. Ja gut, natürlich. Dann haben auch alle immer mehr Zeit als ich gehabt. Jetzt hat man auch 30 Sekunden. Das ist auch ein bisschen besser. Aber da brauche ich natürlich keine Zeit bei so einer Anordnung. Ich mache mal Glitzerstiefel. Ich weiß nicht, wie viele HP die haben. Wie viele taut sich einfach ab? Das ist nicht normal. Guckt es euch an, Alter. Das ist krank. Das waren jetzt keine Gegner. Aber. Ja, da. Oi, oi, oi. Ich glaube, ich muss gegen ein paar Ninjis kämpfen, aber das gebe ich heute einfach mal. Okay. Ich habe herausgefunden, dass keine normalen Sprünge reichen für die Viecher. Die haben mehr als 17 HP. Und. Deswegen muss ich, glaube ich, immer diese Glitzerstiefel benutzen. Stimmt, kann ich nicht eigentlich einfach alle aufmachen? Dann gibt es vielleicht eine Scharenschlacht oder sowas. Genau! Dann geht's schneller auf jeden Fall. Scharenschlacht, und die zeige ich euch auch. Ja, das ist eigentlich immer noch nicht schwer. Hä? Wie, Dreijährige? Ich muss einfach so machen. Bruh, okay. Und diesmal nicht mal den Wurf haben, ich will... Oder? Ach nee, nee, meine ich nicht. Ich nehme einen Glitzer, auch wenn er fast kaputt ist. Da brauche ich auf jeden Fall einen neuen irgendwann. Ich hoffe, ich kriege irgendwann mal einen. Zack. What? What? Deswegen gibt's drei Ringzüge, oder was? What? 13 Schaden? Sag mal, geht's dir noch gut? Ich glaube, deswegen gibt's drei Ringzüge. Man muss auf die drauf springen. Ah. Ja, das ergibt Sinn. Und deswegen habe ich wahrscheinlich die Glitzerstiefel bekommen. Das ergibt Sinn, ja. Und ihr sterbt jetzt. Tschüss.
Und jetzt kommt die zweite Welle. Da sind schon ein paar mehr. Und... das ist schon knifflig, oder? Hab ich so das Gefühl. Oh oh. Ich hab Angst. Bringt das was? Ich weiß echt nicht, was ich hier mache. Ich wollte es gar nicht! Oh Gott. Jetzt krieg ich richtig auf die Fresse. Ich wollte überlegen, wie ich das am besten mache. Oh, bruh. Oh, das gibt jetzt richtig auf die Fresse. Oh, oh. Oh, oh. Ich hatte echt keine Ahnung, wie ich die anordnen soll. Ich wollte irgendwas ausprobieren, aber da habe ich auch so ein A gedrückt. Crap. Aber da bin ich irre, wenn die alle die gleichen Gegner sind und ich nicht wirklich weiß, was ich machen soll. Ach, jetzt habe ich nur 9 Schaden bekommen, okay. Der ist gestorben! Danke, dass ich auch mal blocken kann. Dankeschön. So. Wie ordne ich die jetzt am besten an? Ja, ich weiß schon. Zack. Zack. Nein. Hallo. Und zack. Gut. Okay, ich bin schon bei 32 Minuten. Ich muss echt beenden. Ich mache noch den Kampf hier. Ich nehme eh gleich noch mit ein paar drauf, ne? Auch wenn schon Abend ist. Was denn? Ich hab Bock. Bisschen Vorrat. So. Und dann haben wir hier alle Gegner weg. Und wir sagen, was mit dem Part. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, dass es dir gefallen hat. Beim nächsten Mal machen wir dann das Haus hier fertig. Oder jetzt ich gleich. Und lasst ein Abo, wenn du neu bist. Schalt die Glocke an, nicht zu verpassen. Und ich hoffe, die Paper Mario Parts werden ab jetzt chilliger, besser aufgebaut von der Organisation her. Und ich hoffe, jede Aufnahme passt. Hau rein, dein Tiger. Bis zum nächsten Mal und ciao.